Jedes Jahr am Ende des Sommersemesters lädt die Hochschule Amberg-Weiden zur akademischen Feier. In diesem Jahr sind rund 150 Gäste nach Amberg gekommen, um auf ein erfolgreiches akademisches Jahr zurückzublicken. Präsident Professor Dr. Erich Bauer hob in seiner Begrüßung die Auszeichnung zur Ostbayerischen Technischen Hochschule im März hervor. Ein besonderer Höhepunkt der Feier war in diesem Jahr die Verleihung der Ehrensenatorenwürde an die bayerische Staatsministerin Emilia Müller und an den Oberbürgermeister der Stadt Weiden, Kurt Segewiss. Emilia Müller habe sich in ihrer Funktion als bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten in München und Europa für die HAW eingesetzt, so Präsident Professor Dr. Erich Bauer in seiner Laudatio. Kurt Segewiss habe sich in den vergangenen Jahren in Weiden und der gesamten Region für die HAW stark gemacht. Für die außergewöhnlichen Verdienste in der Hochschule Amberg-Weiden erhielten sie nun diese außergewöhnliche Auszeichnung. Fester Bestandteil der akademischen Feier ist die Auszeichnung herausragender Alumni. In diesem Jahr wurden die Leistungen von 13 Absolventinnen und Absolventen honoriert. Die Absolventinnen und Absolventen erhielten von 9 Partnern der HAW einen Förderpreis, der je nach Unternehmen oder Verein mit 500 bis 1.500 Euro dotiert war.